So, wunderschönen guten Tag. Heute ist, was ist denn heute? Dienstag, der 10. September 2024. Sehr ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Wir haben hier die abenteuerliche Fahrt mit dem Auto hoch zur Goglesalm gemacht. Also das war wirklich schon ein Abenteuer für sich hier auf dieser Schotterpiste. Aber man darf hier mit dem Auto tatsächlich hochfahren. Und wir wollen jetzt, was man jetzt nicht sehen kann, hoch zum Venet-Massiv und nach Möglichkeit 3 Berggipfel heute an einem Tag mitnehmen. Gucken, ob wir das schaffen. Am Ende kehren wir bei der Goglesalm ein. Wir sind hier jetzt schon auf 2000 Meter. Und oben das Venet-Massiv, wenn wir da hoch sind, werden wir immer so auf 2500 Meter sein. 3 verschiedene Gipfel, wie gesagt. Ja, ihr seht, das Wetter ist nicht ganz so toll, es regnet leicht. Es soll noch ein bisschen besser werden, wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. So, wir gehen das mal an. Ja, der Gipfel versteckt sich jetzt da hinten in den Wolken. Ein paar Dohlen fliegen da rum. Eine segelt da mitten im Wind die ganze Zeit. Noch ist der Weg schön. So, schade, gerade war es frei. Da ist das Pillarkreuz, da geht es erstmal hoch, dann sind wir auf dem Bergkamm. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich über diesen Rücken hier rüber. Hier ziehen die Wolken so schnell durch. Da unten haben wir Fliss. Bisschen blauen Himmel haben wir auch. Da drüben ist der Kraberg, da kann man von Landeck aus mit der Seilbahn hochfahren. Und dann könnte man immer am Bergrücken entlang wandern. Ist aber auch eine ganz schöne Strecke. So, da unten, oh, ich kann es schlecht sehen auf der Kamera, ist der Ortpillar. Also in dem Bereich ist der Parkplatz, wo auch der Gartenblick ist. Und das Naturparkhaus. Und unten ist halt das obere Inntal, da hinten ist Prutz. Ja, die großen Berge sind jetzt alle in Wolken. Mal sehen, vielleicht lichtet sich das ja doch noch ein bisschen. Wir sind hier gerade immer relativ frei. Und auch da in die Richtung, von da, wo das Wetter eigentlich kommt, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Wolken jetzt noch ein bisschen auflösen. Für uns geht es jetzt hier wieder ein Stück steiler bergan. Ja, ich glaube, jetzt ziehen hier langsam Wolken rein. Wir sind jetzt genau unter dem Gipfel. Da kam Jessica eben, habt ihr gesehen. Wir sind mittlerweile dick angezogen, Handschuhe. Der Wind weht hier relativ stark und ich glaube, wir haben hier jetzt noch 5, 6 Grad waren vorausgesagt. Wärmer ist es hier nicht, wir sind dick angezogen, dann geht es einigermaßen, aber wenn du stehen bleibst, dann wird dir ziemlich schnell ziemlich kühl. Wie gesagt, der Wind weht recht stark. So, und da vorne haben wir das Ding jetzt, das Pillarkreuz. Ja, Akku alle gewesen. So, also wie gesagt, da haben wir das Kreuz von der Pillarhöhe. Die Glanderspitze ist dann ein Stückchen in die Richtung, da steht jemand. Ich dachte eben schon, da ist es, aber ich glaube, einen kleinen Ticken weiter ist es oder es ist das. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Kann sein, dass die Glanderspitze auch gar kein Kreuz hat. Wir werden das ergründen. Auf jeden Fall ist das hier das Pillarkreuz. Wir sind knapp 2500 Meter damit hoch. Vielleicht steht es da auch gleich dran. Und ihr kennt das, die letzten Meter geben wir ja zusammen. Und ihr seht, hier ist das jetzt relativ einfach. Das Steile haben wir jetzt geschafft.
diesem Zeichen wirst du siegen, steht da drauf. Da hinten der Graberg, der hat irgendwas mit 2200 Meter Höhe. Ja, wir sind oben. Gipfelbuch hat es auch. Ja, wie immer, schon mal sehr zerfleddert. Ja, die Wolken verziehen sich leider noch nicht so ganz. Schwer zu sagen, ob das auch noch passieren wird. Aber ist trotzdem schön. Hier ist eine ganz schöne Abbruchkante. Ja, wie gesagt, leider sehr wolkig. Wo sind so die weiteren Zacken? Da, da. Schön hier oben. Mit Aussicht wäre es schöner. So, das hier ist jetzt der eigentlich höchste Punkt, die Glanderspitze. 2512 Meter. Aber hier gibt es halt kein Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz ist halt da drüben. So, Jessica ist da bei dem Kreuz geblieben und wir gehen jetzt noch ein kleines Stückchen hier weiter und gucken mal, dass wir uns die anderen Gipfel auch noch holen. Leider zieht es jetzt gerade natürlich zu. Es ist, tja, ein Jammer. Nehme ich mal ein kleines Stückchen mit hier auf dem Gipfelkamm. Ist ein bisschen Matsche hier durch den Regen der letzten Tage. So, kein Ausblick mehr nach unten. Oh Gott, ist ja furchtbar. Ist ja richtig meins. Ja, das ist natürlich jetzt schade. Wirklich schade. Die ganze Zeit war es eben schön. Und so schnell geht das hier, ist nur noch eine Wand. Gleich eingenebelt.
Ein bisschen rüber gucken, aber tja. Sehr viel ist es nicht. Tja, ist wie vor ein paar Jahren in der Schweiz. Da hatten wir das ähnliche Problem. Und hier, au revoir. So, wir sehen uns gleich mal da oben. Und wie immer geben wir den Rest zusammen. Sofern das geht. Oh, ich glaube ja. Ja, der Pillarberg ist das. Schon wieder irgendwie. Oh. Ja, so schnell geht's. Jo, das sieht gut aus. Ja, da drüben ist wahrscheinlich das Wannjöchel. Da sieht man auch die Wegspuren, die da runterführen. Da kann man auch zur Goglisalm zurückgehen. Ja, aber Jessica wartet ja jetzt drüben. Na, dann wollen wir sie mal nicht zu lange warten lassen. Da muss man hier rüber. Da drüben wieder rauf. Ja, die Aussicht wird auch nicht mehr besser. Das sparen wir uns für ein anderes Mal auf. So, wie schnell die Wolken hier hochziehen. Wir hatten den höchsten Punkt da drüben. Und wir gehen mal zurück zu Jessica. Ich hoffe, das ist für euch auch okay. Ich glaube, ich komme hier mit den Gipfeln durcheinander. Da bei dem Kreuz standen wir auf jeden Fall gerade. Pillar nennt sich das. Da hinten kann man ganz bisschen die Häuser von Jerzens sehen. Aber hier geht es jetzt gerade wieder auf. Da sieht man ein Stück vom Gipfelkreuz. Na, war das jetzt der höchste Punkt? Vielleicht ist auch das der höchste Punkt. Hier ist auf jeden Fall ein steiler Punkt. Da blicken wir runter ins Inntal und gegenüber die Lechtaler. Den Kraberg. Tja, jetzt reißt es ja auf. Jetzt müsste es nur mal einmal in Richtung Jerzens aufreißen. Das wäre schön. Hier nicht mehr was ist. Aber ich glaube, das hier vorne ist jetzt doch der höchste Punkt.
lag ja diese Messstation am Boden, oder? So, mal sehen, ob wir Jessica noch wieder sehen können. Die Sonne kommt, ist doch gleich warm. Oh, Jessica hat schon einen Freund gefunden. Ja, hier ist der höchste Punkt. Da drüben haben wir den hohen Riffler, auch frisch eingeschneit. Hat er so bis 2900, 3000 Meter rum schon geschneit und die nächsten Tage soll uns ja fast Schnee bis auf 1200 oder so erwarten. Ja, der Blick nach Herzens ist leider versperrt. Weiterhin. Da wollen wir mal zu Jessi. Ja, wir sind jetzt im Abstieg. Da drüben haben wir noch mal das Gipfelkreuz. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Blick wenigstens in Richtung Süden. Aber ihr seht, das kann sich auch mal schlagartig ändern, wie hier die Wolken reinziehen. Und der Blick Richtung Osten, Richtung Jerzens bleibt leider versperrt. Und hier, die kommt jetzt wirklich richtig schnell hier rein. Ja, das stimmt. Das wird schnell runter, sagt Jessica. Ja, wir melden uns unten, wenn wir an der Alm nochmal angekommen sind.